Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon X. Wir sind hier im Irrwald. Und naja, hier sind gefährliche Dornen, an denen wir auf keinen Fall vorbeigehen können. Oder einfach da über diesen kleinen Hügel daneben rübersteigen können. Wir müssen das zerstören. Okay, wir sind jetzt da beim Schild, ne? Das heißt, wir kommen unserer TM hoffentlich immer näher. Wobei das Schild war über dem nach. Ach, wir werden diese TM nie finden. Also irgendwann schon, aber vielleicht jetzt nicht jetzt unbedingt. Natürlich sind wir paralysiert. Ne, noch einen Attack überstehen wir nicht. Zumindest nicht paralysiert. Aber für sowas gibt es ja Top-Genesung. So, viel besser. So kann ich arbeiten. Geht doch. Naja, Dunkelnebel brauchen wir nicht. Nein, Dunkelnebel nicht erlernen. Na, immerhin war es ein Protein. Und wehe, diese TM ist nicht gut. Warum liegt auch noch ein Item? So ein Irrgarten hier. Jetzt sind wir hier. Mal wieder. Hier waren wir schon. Ja, weiter einsetzen. Okay, das hier ist definitiv anders als vorher. Wer hätte gedacht, dass das so ein Wald ist? Hier unten war noch ein Weg, ne? Ich dachte, hier unten wäre ein Weg. Ach, da. Warum kann ich hin? Ach, da kann ich durch. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus, als wenn ich durch könnte. Wenn ich da nicht durchgekommen wäre, wäre ich sauer gewesen. Aber so richtig. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir sind hier. Wehe, diese TM ist nicht gut. Ich würde sagen, dann deinstalliere ich das Spiel, aber naja. Wird ein bisschen schwierig. Nimm das. Kannst du behalten, war ein Geschenk. Naja, also sagen wir es mal so, an sich ist Energieball eine gute TM. Wir selber können leider rechtlich wenig damit anfangen. So, und weil ich nicht gerade erpicht bin, hier zu Fuß raus zu spazieren, haben wir noch ein Fluchtseil? Ja, eins haben wir noch. Ich kann hier nicht mal so raus, ne? Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Sabara ist das. Naja, zum Glück ist der Rückweg nicht allzu schwierig. Verdammt. Verdammt! Gibt's hier nicht mal ein Item? Oh, nicht mal das gibt's hier.
Natürlich, ich denke mir so, ja, Schutz brauchen wir nicht, weil wir die Item-Spots, bist du groß. Die Item-Spots oder die Spots für wilde Pokémon generell ziemlich klein sind und was mache ich, rutsch da gleich rein. Libbig. Ich bin wohl doch auf einen weiteren Topschutz angewiesen. Wo auch immer er ist. Da ist er. Jetzt da hoch und dann sind wir schon gleich raus. Okay, folgendes. Wo ist der Attackenverlerner? Oder hier? Nein. Oder hier? War hier, ne? Ja. Die Frage ist jetzt nur, wo hier? Ah, Volltreffer. Ja, bitte. Quarki soll eine Attacke vergessen. Und zwar Zerschneider. Wenn wir schon mal hier sind, können wir Queen gleich auch noch Stärke vergessen lassen. Dann kann sie nämlich Durchbruch mitnehmen. So. Dann. Giftieb kann sie ja leider nicht lernen. Das wäre viel, viel geiler, aber naja, mit den kurzen Ärmchen kann ich es irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite, Philino hat gar keine Arme und kann Icy lernen. Von Nebula will ich gar nicht erst reden. So. Und zurück. Meine Güte, wir sind schon ziemlich weit rumgekommen. Zeit für den letzten Orden. Habe ich Bock drauf. So, ich glaube, da lassen wir Crimson ein bisschen antreten. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee. Wir müssen, glaube ich, ins Pokémon Center, oder? Ja. Ich meine, hey, Crimson ist zwar nur neutral wegen des Flugtyps, aber sehen wir es mal positiv. Selbst wenn es mega würde, wäre es nur neutral gegen die, weil es dann ja immer noch Drache ist. Ich will da rein. Lasst mich hinein. Die Fraktalia-Arena. Schaut euch diese Arena gut an. Es wird die letzte sein, die wir sehen werden. Zumindest in diesem Spiel. Hi. Sein Grüß, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Wie dir sicher aufgefallen sein dürfte, herrscht hier in der Fraktalia-Arena der Typ Eis vor. Aber du hast ja bereits 7 Orden. Auf Tipps von mir bist du also kaum angewiesen. Los jetzt, toll. Müssen darüber. Lass mich raten, wir auf den Knopf drücken, gehen die Dinger eins vor. Uff, Crimson muss ganz schön nachleveln. Da hat jemand noch was zu tun. Natürlich ein Austoss. Dann fangen wir mal an.
Gut, das Austausch ist eine schlechte Spitzverteidigung. Halt. Die sind in der Verteidigung gut, aber nicht im Spitzverteidigungswert. War eigentlich der einzige Grund, warum ich mit Glurak drin geblieben bin. Ah, okay, das dreht sich. Na, wenigstens können wir den ja noch mitnehmen. Den müssen wir sogar mitnehmen. Das erinnert mich an ein Kaleidoskop. So, weg mit dir. Diese Frammuschel könnte eine Gefahr werden, aber naja. Arbeiten wir uns auch durch. Ich habe nichts gesagt. Glurak ist eben doch ein sehr heißes Pokémon. Oh nein, wir sind eingefangen. Ich glaube, hier brauchen wir keinen Schutz. Oh nein, hier kommen wir nicht weiter. Es gibt doch mehr als die zwei Seiten, oder? Scheinbar nicht. Gibt es denn hier keine Seite, wo man darüber kommt? Muss es doch geben. Die gibt es. Nein, die können wir nicht gebrauchen. Auch doof. Besser. Da sind wir aber schon auf der Seite hier. Oh, der Frigometrius. Könnte. Naja, da sollten wir vielleicht besser mit Felskrab draufwerfen. Die Dinger haben eine ziemlich gute Spezialverteidigung. Aber es ist auch das Einzige, was sie haben. Die Dinger haben auch so eine Streichholzverteidigung. Zumindest auf der physischen Seite. Wie gesagt, speziell sind die Dinger echt gut. Aber wir haben hier unsere Lehren aus Weiß 2 gezogen. Rosana. Haben wir auch noch nicht gesehen. So. Was ist unsere Mission hier? Okay, wir müssen den gelben gleich erstmal umstellen, dass wir von der gelben Plattform, auf der wir gerade stehen, zur grünen Plattform, wo die andere Tuse drauf ist, hinkommen können. Vermute ich jetzt einfach mal. Denn sonst macht diese Plattform hier keinen Sinn. Wenn wir da easy peasy gleich hochlaufen können. Und das Ende vom Rätsel wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass wir auf der grünen Plattform den Schalter so weit bewegen, dass wir halt von der grünen Plattform nicht hingehen können, aber von der gelben. Irgendwie sowas wohl. Und da müssen wir von der, entweder von der Mitte oder von der gelben Plattform dann noch hoch. Schätze ich. Perfekt. Mit dir? Ich hab's gewusst.
Das ist sie, die ich gesucht habe. Jetzt können wir hier von der Mitte einfach durchschlabenzeln. Hi. Es ist, du weißt schon, hart, aber eben auch zerbrechlich. Das ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du, du weißt schon, meine Defensive durchbrechen kannst, hängt ganz davon ab, mit welchen Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug jetzt, aber genug geredet. Jetzt wird, du weißt schon, gekämpft. Ein Rexbesar, gefundenes Fressen. Aber gut für ihn, um seinen Eissturm gleich zu entfachen oder seinen Hagelsturm vielmehr. So, Nummer 1. Es kommt bestimmt noch ein Frostetje. Also ich hätte ein Frostetje mit ins Team genommen. Okay, wir können uns das easy leisten, den Hyperheiler zu geben. Der wird jetzt erstmal sein Pokémon wieder aufpäppeln. Ach, wenn wir schon mal. Was soll der Geist denn mit Top-Genesung? Wenn, dann machen wir es mit Stil. Und schon sind wir beim Status Quo. Ich wünsche, wir hätten eine stärkere Gestaltattacke. Wisst ihr was? Machen wir anders. Ich kenne da jemanden mit einer ziemlich starken Gestaltattacke, die physisch ist. Der gibt jetzt eh einen Hypertrank. Hi. Mein Durchbruch sollte reichen. Und Level 60 für Crimson. Sehr schön. Actillas. Ich werde ihn auf Glurak wechseln, aber hey. Kriegt das den Kopfschuss ab? Und noch ein Volltreffer. Das tut weh. Gut gekämpft. Das bringt selbst das kälteste, du weißt schon, das kälteste Eis zum Schmelzen. Also dein Team ist, du weißt schon, der Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft. Da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Unser letzter Orden. Der Eisbergorden. Der Eisbergorden ist, also der ist sowas wie, ach, du weißt schon, ein Zeichen der Stärke. Mit ihm werden dich alle deine Pokémon respektieren und dir im Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch das hier geben. Oh, Eisstrahl. Das ist die Attacke Eisstrahl. Die hat eine Genauigkeit von, ach du weißt schon, 100%. Und das nicht nur das. Nicht oft, aber oft genug fritzt sie auch deinen Gegner ein. Ich hoffe, du hast heute eine wichtige Lektion gelernt. Hart zu sein macht dich stark, aber du weißt schon, leider auch unflexibel. Wahre Kraft liegt in der, und du weißt schon, Geschmeidigkeit. Hart, aber zart sozusagen. Sie fließen wie das Wasser den Umständen anzupassen, ohne seine Natur zu verändern. Das ist wahre Stärke. Naja, ich bin zu stur dafür und nicht sehr flexibel. Daher liebe ich Eis-Pokémon auch so. Sie passen nämlich perfekt zu mir. Ich mag Eis-Pokémon auch. Also die meisten zumindest. Ben, hey, es gibt echt coole Eis-Pokémon. Ups. Pokémon Center. Wie? Sehr gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Herauszufinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben.
Für einen Pokémon-Trainer, das eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Messlatte. Jetzt, wo du alle, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Hör mit zu, Mädchen. Wie du weißt, wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein davon ab, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. Und natürlich, wie schnell ich das nächste Pokémon-Center erreichen kann. So, hier, bitteschön. So, Pokémon-Liga. So, wir sind vorbereitet. Wir müssen ja eh durch die Siegestraße. Habe ich erwähnt, dass ich die Siegestraße völlig übertrieben finde? Keiner braucht sie. Ha, hast du ein Item? Nein. Ich will in die Pokémon-Liga. Und ja, ich habe diesen einen Trainer gerade mit Absicht übersehen, weil ich in die Pokémon-Liga möchte. Uff. Ah ja, wer besonders denn so? Perfekt. Ja, zu nah. Wollen wir uns erstmal das Weilord. Das übrigens auch viel zu klein ist. Ich weiß noch, wie sich die Leute in Schild und Schwert darüber aufgeregt haben, dass die Pokémon nicht die richtigen Größen haben. Haben sie hier auch nicht. Er hat kein Haar nachgekräht. Aber ja, ich stimme zu, man hätte das auf der Switch besser machen können. Wenn man bedenkt, dass wir das auf dem N64 schon hatten. So, weg mit dir. Abracadabra, Simsalabim, ihr seid besiegt. Das war mein Zaubertrick. So, Quark, ich krieg jetzt mal einen Beleber. Tja, wir haben leider keine Stärke mehr. Lass mich durch! Dieses Tor ist der Zugang zur Siegestraße. Nur Trainern im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, 4. Fantastisch, alle 8 Orden. Gut, dann lass ich mal überprüfen, ob du auch das hältst, was du versprichst. Nur ein Rokara. Ich wollte gerade sagen, was machen wir damit, aber wir haben ja Quarki vorne. Für Quarki sollte das kein Problem sein. Tarnscheine. Na, aber Raichu wechsle ich selber doch. Wir können uns aber das Erdbeben ausprobieren. Ach ja, Tarnscheine. Naja, wir werden es überleben. Au. Geht doch. Ah, Seedra King. Ein Drachen-Pokémon. Da gibt es doch auch was von Razzia-Farm gegen.
So, eine Mondgewalt bitte. Lichtkanone. Gut, dass wir uns auf unsere Spezialverteidigung verlassen können. Geht doch. Darf ich jetzt durch? Ich möchte die Pokémon-Liga. Ausgezeichnet. Lass es mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Möge den Weg, den du mit deinem Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Oh Gott, der wird noch mit mehr gepflastert sein als nur Ruhm und Glück. Mit Steinen zum Beispiel. Sesam, öffne dich. Gut, ich hätte erwartet, dass diese Tür sich etwas anders öffnet, aber hey. Umständlicher ging's wohl nicht. Und die Siegestraße. Schutz. Top-Schutz. Denn wir stellen uns den Top 4. Also demnächst. Nachdem wir durch die Siegestraße durch sind. Will nicht einer von euch die Siegestraße machen? Also wirklich, das, was ich am meisten an einer Pokémon-Liga, also auf dem Weg zur Pokémon-Liga hasse, ist die Siegestraße. Und die Pokémon-Liga selber, die mag ich meistens auch nicht. Aber die Pokémon-Liga ist im Gegensatz zur Siegestraße nötig, um das Spiel zu beenden. Ja, wenigstens haben die NPCs sie zu langsam leveltechnisch wieder eingeholt. Dann kann ich jetzt ja ruhigen Gewissens den EP-Teiler wieder anschalten. So. Dann leveln unsere Pokémon auf dem letzten Stück wenigstens noch mit. So. Und ich muss lesen. Moment. Eigentlich wollte... Ich glaube, jetzt ist gut. Eigentlich wollte ich nur den Part beenden und dann kommt so eine Niesattacke über mich. Wie ärgerlich. Naja, was soll's. Wir machen jetzt erstmal eine klitzekleine Pause. Beim nächsten Mal geht's dann hier mit der Siegestraße und den Top 4 weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.